Alle raus, Freunde. Neues Video. Keine Handschuhe, keine Wurst. Heute machen wir dann noch mal eine Aussaat. Mal was? Nach der Werbung. Erstmal kommt die Meise. Und zwar, Gartenfreunde, wollen wir heute aussehen Paprikas. Bevor wir aussehen, machen wir erstmal was anderes. Erstmal Information. Google hat mir geschrieben, dass das E-Mail-Konto von mir gehackt wurde. Ich wurde zwar nicht von Google stammen, den Namen haben sie sich nicht dazu geschrieben, aber meine E-Mail war darunter betroffen. Also bei geschäftlichen E-Mails, die funktioniert nicht mehr. Werde ich demnächst immer die neue E-Mail-Adresse unten einblenden, weil ich habe das nicht weggekriegt. Die alte E-Mail-Adresse geht zwar zu löschen, aber habe ich nicht hingekriegt. Bin zu blöd dazu. Also will ich jetzt immer unten reinschreiben, die neue E-Mail-Adresse. Oder ich kriege das nur demnächst mal hin, wie das funktioniert. Meine neue E-Mail-Adresse reinschreiben kann. Des Weiteren in diesem Video habe ich ja neue Samen mir bestellt, darunter reichlich Tomatensamen und noch 70 andere Sorten, darauf gehen wir nicht ein, das ist das Übliche hier, von Blumenkohl, Radieschen, Kohlrabi und alles, was hier auf dem Markt gibt. Wir gucken bloß mal bei den Tomaten, da sind nämlich auch interessante Sachen dabei. Vor allem neue Sorten. Alle baue ich natürlich nicht an. Von jeder Sorte baue ich zwar an, aber nicht die ganzen Pakete. Das sprengt auch meinen Rahmen. Vor allem habe ich hier Sorten dabei. Dunkle Sorten habe ich diesmal. Brauchen wir jetzt nicht noch einen Namen? Meine Chefin ist nicht da. Die Sorte. So eine Sorte. So eine gesprenkelte Sorte. Dann haben wir wieder was Normales. Normales. Ah. Die sieht auch interessant aus. Dann gefällt mir auch diese Sorte. Dann was Rotes wieder, was Rotes, was Gelbes. Was mir auch gefällt, ist diese Sorte. Jetzt kommen wir mal zu den neuen Sorten. Musste ich ja extra nochmal nachbestellen, weil die Anfrage sehr groß war. Musste ich noch bestellen und verschicken. Übrigens, die Post ist unterwegs, wer mir die Adressen zugeschickt hat. Dann haben wir hier eine kleine Tomate. Sind immer 25 Samen drin. Sagen wir hier eine schöne Sorte. Stammt von Amerika. Gezüchtet in Amerika, steht hinten drauf. Chocolate.
Dann haben wir hier von dieser Sorte. Da hat mein Freund Gartenarsche gesagt, der Name ist ja ein Ukrainer, wäre ein Bandit gewesen. Hat er sich da aber korrigiert, war kein Bandit, war ein Held. Sorte stammt gezüchtet in Russland. Dann haben wir hier noch eine schöne Sorte. Auch so was rot-gelbes, gestreiftes. Wo gezüchtet steht nicht drauf. Marzano. Das haben wir einen Jesus. Sieht auch nicht schlecht aus. Auch gezüchtet in Amerika. Dann haben wir hier was Dunkles. Neu. Steht direkt drauf. Neu. Auch gezüchtet in Amerika. USA. Auch neu. Buffalo. Buffalo Herz. Auch gezüchtet in den USA. Auch neu. Aber hier wieder eine Sorte, die gelbe, kleine. Und mein Favorit für diese Saison ist diese Sorte. Auch gezüchtet USA. Eine weiße Sorte. Da war natürlich die Anfrage so groß, habe ich nochmal plus 6 Stück nachbestellen müssen. Sind aber alle unterwegs. Bin ich ja gespannt, ob die so aussieht wie auf dem Foto. Weil viele Kommentare geschrieben haben bei Facebook, die Sorte wird am Ende gelblich werden. So, das sind die Tomatensorten für diese Saison. Auf gutes Gelingen. So, Gartenfreunde. Jetzt kommen wir zum Paprika. Heute ist der 28. Januar, ich habe gesagt Februar, ist ja fast Februar. Wollen wir anfangen. Freunde, gekauft habe ich mir noch ein Paket, diese Sorte. Steht drauf, Aussaat Februar. Dann habe ich noch im vorigen Jahr welche übrig. Da habe ich mir noch aus dem Supermarkt, waren auch solche gelben. Probieren wir heute mal. Mal sehen, was rauskommt. Und dann habe ich noch auf dem vorigen Jahr ein paar Spitzpaprika und dann macht man noch eine extra Schale Hot Chocolate. Eigenes Saatgut, waren ganz gut. Mit diesen fangen wir einmal an. Jetzt machen wir die extra Hot Chocolate. Die Schokoladenseite. Die machen wir ein bisschen reichlich. Ich weiß nicht, ob das Saatgut noch gut ist. Wollte ich voriges Jahr nicht. Sind schon 2 Jahre alt sozusagen. Saatgut. Haben wir mal voll das Ding hier. Weghauen kann man immer noch. Sehen wir, was rauskommt.
Am Ende vom Video gucken wir mal, was schon so gekeimt hat. Immer noch was übrig. Ach, ich hau die alle rein. Kommt so schön alles. Ja. Wenn gar nichts kommt, ist auch diese Stimme, gibt es auch welche zu kaufen. Die sind auch nie ganz so schlecht. So, jetzt mal etwas drüber streuen. Mit den Paprikas. Etwas andrücken. Ich habe das schon vorneweg schon etwas feucht gemacht. Ein bisschen besser heiß ist. Die Erde schon etwas eingefeuchtet. Und auch hier, wie gesagt, nicht voll füllen. Ungefähr der Hälfte. Immer wieder Wasser drauf. Reichen. Beiseite stellen und beschriften, nicht vergessen. So, hier machen wir erstmal, gucken wir erstmal rein. Die neue Sorte, die ich gekauft habe, was da drin ist. Ja, viel nicht. Naja, auf alle Fälle mehr wie in Deutschland. Die tun wir hier an die Ecke. Wenn was kommt. Jetzt. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Elf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Oh, da sind allerhand noch drinne. Dann wollen wir wieder mehr machen. Mal der Hälfte sozusagen. Ja, wir haben wohl über 20 sind es auf alle Fälle. Hängt noch Korn drin. So. Ernte ab Juli. Steht drauf. Gramm. Eine Frucht. Viel. Auf die andere Hälfte machen wir sozusagen den Supermord. Nochmal ruhig ein bisschen mehr machen, dann weiß ich, ob die kommen. Und noch die Sorte Blockpaprika. Auch von vorigen Jahr. Steht zwar drauf, haltbar bis 24, aber ob das stimmt, das weiß man nie. Im Prinzip ist es ja eine Sorte, die gekauft habe, auch so eine gelbe Blockpaprika. So, für die Spitzpaprika habe ich keinen Platz mehr. Für die Sorte hier. Die sehr später ist. Die machen wir Anfang Februar.
Mit dem Sellerie zusammen. Auch hier. Noch wieder was drauf. Gleich zu. Andrücken. Ist eigentlich immer wieder das gleiche jedes Jahr. Aber es sind ja immer wieder ein paar neue Abonnenten dabei. Machen wir dich so und so. Aber ich tue die Kamera dazu stelle oder ne? Ist egal. Beschriften, wässern, beschriften, darum, erst wässern, dann beschriften. So, und jetzt gucken wir nochmal, was du gekeimt hat. So, Freunde, wir gucken mal hier. Was du gekeimt hat, das sind Auberginen. Auberginen. Physalis. Gelbe Chilis, Schärfegrad 0. Nee. Die von Gartenarche, die drei Stück, die ich noch gesteckt habe, sind nicht gekommen. Hier haben wir erst neu. Hier haben wir, das ist hier auch Aubergine, neues Saatgut, nur einige gekommen. Bei den alten Saatgut sind mehr gekommen. Was auch schlecht kommt, sind die Chilis Schärfegrad 0 rot. Habe ich nochmal nachgesät. Dann haben wir nichts, 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 nichts. Und hier haben wir die, na, Oleanderpflanzen. Und übrigens, die E-Mail-Adresse habe ich hingekriegt, neu. Habt ihr mal versucht. Jetzt ist wieder eine ordentliche, feste E-Mail-Adresse vorhanden, die nicht geknackt wurde. So, das war es eigentlich. Mehr haben wir hier nicht. Müssen wir mal warten, bis es wieder gekeimt hat. Die werde ich hier, die gelben Chilis, werde ich wohl bald pikieren. Kommen schon die nächsten Blätterchen. Ja, das war der Überblick. Hallo Freunde, das war das Video über meine neuen Tomatensamen und Aussaat von Paprika. Wie immer, meine Damen und Herren, und mich freuen, abonnieren, kommentieren, auf die Glocke drücken, damit das nächste Video nicht verpasst. Nächste Video ist am Mittwoch, da kommen Salami-Knacker und bulgarische Bauernknoblauchwurst. Alles in Fingerdarm. Habe ich schon probiert, zwei Stück. Hervorragend. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Kappa kappa.